Wenn Regisseure Originalgeschichten aus Comics erzählen, gibt es immer eine Szene, die zeigt, wie die Hauptfigur zu ihrem Superheldenanzug gekommen ist. Das liegt ganz einfach daran, dass das Kostüm ein zentraler Bestandteil der Identität eines Helden ist. Und irgendwie gehört es für uns Zuschauer einfach dazu. Doch bei den Dreharbeiten kann sich ein solches Kostüm schnell mal als ein echter Reinfall herausstellen. Film ab für drei bekannte Schauspieler, die ihre Superheldenkostüme hassten. Ryan Reynolds, The Green Lantern. CGI ist eine wunderbare Sache. Sie erweckt neue Welten zum Leben und lässt Menschen von den Toten auferstehen. Aber wenn es schlecht umgesetzt wird, verdirbt es das ganze Erlebnis, unabhängig davon, wer vor der Kamera steht. Ein typisches Beispiel: Hal Jordans Anzug aus dem 2011er Flop The Green Lantern. Von Kopf bis Fuß computergeneriert, verloren die Fans schnell ihre Begeisterung, da es einfach so lächerlich aussah. Aber niemand hasste das Outfit mehr als der Typ, der es trug. Und zwar Ryan Reynolds. Zum Glück war es nicht das letzte Mal, dass der Schauspieler in einem Supersuit auftrat. In Deadpool kehrte er nämlich 2016 auf die große Leinwand zurück. Paul Bettany, Captain America Civil War. Laut Paul Bettany ist es eine ziemlich unangenehme Erfahrung, 20 Stunden am Tag eine Gummimaske im Gesicht zu tragen. Es kommt sogar noch schlimmer. Denn er ist von Kopf bis Fuß mit einem Anzug gekleidet, der nicht gerade für eine Abkühlung sorgt, oder? Denn was die Zuschauer nicht sehen können, sind die Schläuche unter dem Anzug, die Eiswasser um den Körper des Schauspielers pumpen, natürlich um ihn abzukühlen. Hierbei handelt es sich um einen Trick, der bei den meisten Helden, die im Film auftreten, angewendet wird. Aber das half ihm nicht in den fast 4 Stunden, die er jeden Tag brauchte, um in das Kostüm zu schlüpfen. Ein Kostüm, das er, wie er sagt, am Ende des Tages in weniger als einer Minute wieder ausziehen kann. Und was den Rest des Tages angeht? Das Stuntteam hatte 2 Ratschläge für ihn, um es in dem unbequemen Kostüm auszuhalten. Lesen und Meditation. Und als es wirklich schlimm wurde, sagte Bettany, dass er einfach darüber nachdachte, wie viele Schauspieler töten würden, um in seiner Position zu sein. Und so schlug sein Unbehagen in pure Dankbarkeit um. Margot Robbie, Suicide Squad. Mit Killerteams sowohl vor als auch hinter der Kamera war der Film Suicide Squad ein echter Erfolg. Aber für Schauspielerin Margot Robbie war die Reise eine kalte Angelegenheit. Harley Quinn zu spielen bedeutet, die Kleidung zu tragen, die zur Persönlichkeit der ikonischen Figur passt. Und in diesem Fall bedeutet das Hotpants, ein Baseball-T-Shirt und ein paar heiße Stilettos. Das Kostüm ist ziemlich auffällig, vor allem neben ihren schwer bekleideten Kollegen. Aber die Schauspielerin erinnerte die Leute am Set immer wieder daran, dass es eine klare Grenze gibt, wo ihre Privatsphäre aufhört und ihr Filmcharakter beginnt. Für eine Szene musste sie klatschnass sein und als die Crew eine Mittagspause machte, aß sie ihren Burger in ihrem durchnässten Kostüm. Dabei schien sie sich nicht gerade wohl zu fühlen. Verständlich, wenn einer von uns an ihrer Stelle wäre, würden wir uns auch unwohl fühlen. Das waren 3 Schauspieler, die ihre Superheldenkostüme hassten. Welche dieser genialen Szenen kanntest du noch nicht? Kennst du noch weitere Beispiele? Schreib uns deine Antwort wie immer gerne in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, lass uns einen Daumen nach oben da. Abonnier auch gerne unseren Kanal, um keines unserer Videos mehr zu verpassen. Ansonsten bedanken wir uns fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.